Hallihallo allerseits auf der ganzen Welt. Wie geht es euch? Ich hoffe gut. Erster Advent heute. Ja, wir haben einen knappen Monat noch bis zum Weihnachtsfest. Ich freue mich sehr auf Weihnachten, gerade in diesem Jahr, denn es wird gewiss ein noch besinnlicheres Fest für viele werden als in den zurückliegenden Jahren, weil wir zu uns kommen können, weil wir die richtigen Fragen plötzlich stellen dürfen, weil wir gezwungen werden, umzudenken, weil wir aufgefordert sind, uns zu bewegen, in die Bewegung zu kommen. Meine Güte, ist das wichtig. Warum ist es so wichtig? Ja, wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch im Verlauf der zurückliegenden Jahrhunderte und Jahrtausende Schritt für Schritt, immer ein kleines Stückchen mehr, sich verändert hat. Und zwar weg von den inneren Einflüssen, der inneren Stimme und auch von den feinstofflichen äußeren Einflüssen, den Helfern und so weiter, immer weiterhin in Richtung Materialismus und hier ist die ganz irdische Welt und wir sind erfolgreich und wir packen noch einen drauf und oh, schau mal, was der Nachbar für ein Auto hat, da müssen wir noch einen drüber stehen. Es muss ein bisschen mehr Hubraum haben, was wir dann kaufen und die Frauen mit der Mode und die Urlaube jedes Jahr, wo man denn dann so hinfliegt und die vielen verschiedenen Uhrenmarken, die en vogue sind und die man haben musste. Merkt ihr, wie wir uns so langsam aus diesem hochgezüchteten Materialismus wieder verabschieden? Na, nicht alle vielleicht, aber die, die ins Nachdenken gekommen sind, seit die Mikrobe anwesend ist und seit die Dinge, die vorher so viel Wert hatten, plötzlich gar nicht mehr so wichtig sind. Ja, und wenn man halt gar nicht raus darf, was nützt das schönste Auto? Wenn man nicht mehr ins Büro geht, sondern zu Hause am Laptop hockt, für wen macht man sich dann noch so schick? Bestellt neue Klamotten oder geht shoppen? Geht ja im Moment alles gar nicht richtig. Und so verschieben sich die Prioritäten. Und diejenigen, die den Menschen das auferlegen jetzt, die denken, wow, wir formen die vielleicht um, also vielleicht denken sie das, ich spekuliere jetzt mal, und dass sie sich nicht mehr so wichtig fühlen, dass ihr Selbstbewusstsein nachlässt, dass sie merken, dass man sie schieben kann, wohin man will und sie müssen das alles tun. Sie dürfen jetzt nicht mehr verreisen, sie dürfen nicht mehr essen gehen, sie dürfen nicht mehr tanzen gehen, sie dürfen nicht mehr in ein Konzert, sie dürfen nicht mehr ins Kino, sie dürfen zu Weihnachten nicht mal mehr die große Weihnachtsfeier machen, sie dürfen nichts mehr. Oh, so, das denken die, ja, jetzt können wir sie unterdrücken. Die dürfen nichts mehr. Und das hat natürlich Folgen. Wenn man plötzlich dessen angesichtig wird, dass man eben nicht nur all die Dinge nicht mehr tun darf, die gerade genannt wurden, sondern dass man auch seine Kinder, die leiden müssen in den Masken und die zum Teil jetzt schon streiken in den Schulen, weil sie sagen, wir frieren, weil hier ständig gelüftet wird. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Und wir sitzen da manchmal bei Minusgraden im Klassenzimmer. Wir hungern, weil die Schulkantinen geschlossen sind und wir in irgendeinen komischen Supermarkt müssen. Und wir haben Kopfschmerzen wegen der Maske. Ja, und da müssen die Eltern, wenn sie nicht wirklich stark sind, hilflos zugucken und leiden mit. Und wenn ein Mensch so leidet, unter Druck gesetzt wird und viele haben ja Angst, dass sie die Impfung nicht bekommen rechtzeitig. Ich habe gerade ein Interview eingestellt mit Professor Stefan Hockerts, der Radio München ein neues Interview gegeben hat. Vor Monaten ist das schon aufsehenerregend gewesen, was er dort gesagt und geäußert hat. Er ist Top-Biologe, er ist Toxiloge, er war lange in Hamburg-Eppendorf tätig als Chef-Toxikologe
Und er warnt davor und sagt, also er spricht von mindestens 5 Jahren, die man braucht, um seriös so einen mRNA-Impfstoff rauszugeben und an den Menschen auszuprobieren. Und und trotzdem gibt es halt viele Leute, die jetzt Angst haben, nicht rechtzeitig diesen Impfstoff zu bekommen. Wow, das muss man sich vorstellen. Und also all das macht ja etwas mit den Menschen. Sie werden immer kleiner. Und wer jetzt nicht aus diesem materialistischen, irdischen Denken herauskommt und sich der geistigen Seite, der seelischen Seite zuwendet, der inneren Stimme und sich nach oben hin ausrichtet ins Licht, der hat echt schlechte Karten. Ja, aber warum können das so viele nicht erkennen? Ihr habt alle ein Umfeld, das mehr oder weniger euren Ansichten ablehnend gegenübersteht. Die verweisen auf Tagesschau und Panorama und solche Sendungen und sagen, die untersuchen das immer, wie gefährlich ihr mit euren Verschwörungstheorien seid. Und ihr macht nämlich den Menschen Angst. Hallo, jemand zu Hause? Wer macht wem Angst hier? Also um ehrlich zu sein, wenn ich Frau Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin, bei ihren Ansprachen höre, was jetzt alles hier gelockdownt wird und die Diskussionen mit den Ministerpräsidenten und was der eine oder andere Ministerpräsident so raushaut an Ideen, was man noch alles machen könnte, um die Leute zu brechen. Das macht Angst, aber richtig. Und wenn man dann weiß, dass diese Empfehlungen im Frühjahr an die Bundesregierung gegangen sind, die Krisenpapiere haben gesagt, ja, ihr müsst den Leuten ein bisschen Angst machen, damit die das alles ernst nehmen. Und auch die Kinder, denen könnt ihr ruhig sagen, dass sie sich immer die Hände waschen sollen und von den alten Leuten, von den Großeltern fernbleiben sollen. Und ihr könnt denen auch sagen, ansonsten seid ihr vielleicht irgendwann mit Schuld, wenn die frühzeitig sterben müssen? Na, wer will das denn? Das ist Panikmache. Naja, und die Frage ist immer wieder, woran liegt es, dass die einen so vermauert sind, zugemauert, so gar nichts wissen wollen, sondern wie ein verängstigtes Schaf diesen ganzen Vorgaben Folge leistet, während andere aufgeweckte Geister, von denen ich hier im Kanal viele immer wieder herzlich begrüße und sehr dankbar bin, dass wir hier nach dem Gesetz der Anziehung der Gleichart uns finden durften, ist übrigens für uns auch ein großes Geschenk. Also wir hatten nicht vor, so ein großes Schiff hier irgendwann zu lenken, sondern wir hatten vor, über den Telegram-Kanal ein bisschen aufzuklären. Und wir haben Ende letzten Jahres, wir haben vor einem Jahr ungefähr damit angefangen und wir haben uns im Traum nicht gedacht, dass ihr alle hierher kommt. Aber wir sind natürlich genauso dankbar dafür, weil wir uns auch nicht alleine fühlen, wenn ihr wüsstet, wie oft Andreas und ich über euch reden. Andreas und ich sitzen zusammen und sprechen über euch, über unsere Leute im Kanal und wie schwer ihr es auch mit Sicherheit zuweilen habt, wenn ihr in einem Umfeld seid und jeder hat dieses unaufgeklärte Umfeld und wie man sich dann irgendwie durchsetzt. Also wir sind glücklich darüber, dass wir uns hier alle haben dürfen. Das ist das Gesetz der Anziehung der Gleichart und dass wir hier gemeinsam beten dürfen. Jeden Abend 21.30 Uhr, wenn mein Vogelgezwitscher hier wieder losgeht, bin ich mit euch verbunden, aber nicht nur dann. Und dieses gemeinsame Ziel, die Welt zu heben, oh, das ist so schön und es ist einfach so hilfreich und so wirksam. Ich bin überzeugt, dass wir hier schon viel geschafft haben. Und da das morphogenetische Feld nicht nur direkt über euch wirkt, wenn ihr so etwas Lichtwollendes aussendet, sondern weltweit wirkt, weltweit vernetzen sich eure Gedanken, euer Lichtwollen, eure Hilfestellungen für die Erde, für die Menschen, für die Tiere, für die Natur. Yeah, und das geht immer höher und man spürt, da kommt überall Licht durch. Ihr seid Flammen.
Ihr seid keine Fünkchen. Da sind richtige Flammen dabei. Ja, auch wenn es hart kommt und auch wenn es, wenn wieder noch eine Ansage da aus Berlin oder von Herrn Schwab, vom WEF oder von Bill Gates oder wem auch immer kommen, ihr werdet alle geimpft, wir stellen alles auf digital um. Wir werden sehen, wie die Abrechnung am Ende aussieht und wir sind sehr zuversichtlich, dass die Global Players, die sich so nennen, am Ende blöd aus der Wäsche gucken werden. Und das ist dann noch harmlos ausgedrückt. Ja, aber nochmal, also zu der Frage zurück, wo kommt es her, dass die einen offen sind, weiter wollen, nach oben wollen und die anderen völlig zugemauert. Und die Frage ist einfach, wir haben, Andreas und ich haben heute einen Vortrag gelesen in den drei grünen Büchern im Lichte der Wahrheit und ich will auch nicht vorgreifen, weil das ist ein Kapitel aus dem dritten Band und wenn ihr diese Bücher lest, lest es bitte chronologisch. Also nichts, oh, weil da eine ganz interessante Überschrift ist. Ist bestimmt ein hochinteressantes Kapitel. Nein, nein, lest bitte der Reihe nach. Und ich möchte euch trotzdem aus diesem Kapitel im dritten Band etwas vorlesen, nur ein paar Sätze herausgreifen, weil hier sehr gut erklärt wird, was das Problem dieser Welt heute ist mit diesen verschieden entwickelten Menschen. Aber eins haben wir alle versaubeutelt. Unsere geistige Entwicklung, die haben wir schon seit tausenden Jahren vernachlässigt. Und wir haben den Verstand über den Geist gesetzt. Andreas sagt immer so schön, der Geist muss das Werkzeug, den Verstand sozusagen bedienen. Der Geist steht über dem Verstand und bei jeder Entscheidung, die wir zu treffen haben, müssen wir den Geist fragen, also die innere Stimme. Das ist überhaupt nicht kompliziert, das kann man trainieren. Fühlt sich etwas richtig an oder falsch? Ist, wenn wir jetzt eine Entscheidung treffen, wo es so ein bisschen innere Gegenstimmen gibt, ist es dann ein übers Knie brechen wollen, weil ich will das jetzt im Moment? Oder ist eine Übereinstimmung aus der geistigen Welt dabei? Kann man sich so vorstellen, ja, es fließt alles. Die geistigen Helfer stehen da und nicken und sind wohlwollend mit dieser Entscheidung. Das spürt ihr. Wenn ihr eine wichtige Entscheidung zu treffen habt in nächster Zeit, versucht das mal auszuprobieren, ob das warm wird in euch, wenn ihr sagt, ich mache das jetzt so. Oder ob da eine Blockade ist. Und wenn da eine Blockade ist, dann geht in die andere Situation rein, in die Entscheidung, zu der ihr im Moment weniger tendiert, weil sie für euch derzeit vielleicht nicht absehbare Vorteile birgt. Meistens sind es materielle Vorteile, mehr Geld, mehr Macht, mehr Einfluss. Aber versucht euch trotzdem mal in diese andere Entscheidung reinzufühlen und versucht euer eigenes Wollen, ich will das jetzt, rauszunehmen. Versucht das mal. Und ihr werdet spüren, wo ihr die richtige Entscheidung findet. Es kann auch mal sein, dass ihr mit eurem Wollen, mit eurem irdischen Wollen auch das Richtige wollt, weil es im Einklang ist mit der inneren Stimme. Und das wird übrigens dann immer häufiger, die Situation, wenn ihr beginnt, das zu trainieren. Ja, aber unser Problem heute ist, dass der Mensch an sich, und zwar wirklich die gesamte Menschheit, sich von der inneren geistigen Quelle, die natürlich direkt verbunden ist mit dem goldenen Licht, das aus höchster Höhe zu uns herunterkommt, dass wir uns daraus mehr und mehr verabschiedet, entfernt haben. Und was da passiert ist, auch das wird in der Gralsbotschaft im Lichte der Wahrheit in diesen drei Bänden genau erklärt. Wenn wir ein Werkzeug, das uns vom Körper gegeben wird, nicht regelmäßig einsetzen und in Bewegung halten, dann verkümmert es.
viele von euch haben sicher schon mal ein Bein gebrochen oder einen Arm. Und ihr wisst, wenn die ruhig gelegt werden und in Gips kommen und sich das Bein an sich nicht mehr in dem Umfang bewegen kann, nicht mehr in der Aktion ist, ein Knie nicht mehr gebogen werden kann, ein Fuß sich nicht mehr drehen kann, wenn man nicht läuft, die Muskeln bewegt und so weiter. Und dieser Gips kommt danach, nach ein paar Wochen ab, dann ist das Bein oder der Arm dünner geworden, die Muskeln sind zurückgegangen und würden wir das noch eine Weile so weiterführen, würden diese Gliedmaße verkümmern, ja, unbrauchbar werden. Und so stellt euch das mit dem vorderen und dem hinteren Gehirn vor. Das vordere Gehirn wird als Verstand bezeichnet, als Gehirn. Es ist das irdische Gehirn, das zu dem grobstofflichen materiellen Körper gehört und mit der geistigen Stimme nur insofern etwas zu tun hat, dass, wenn die geistige Stimme sagt, wir machen es so und so, dass der irdische Verstand das dann umsetzt, auch in die Tat, ins Wort, ins Denken bringt, also in die Prozesse bringt. Das hintere Gehirn aber, unser Geist, die Seele, die hinten ansässig ist, ist rein körperlich kleiner geworden, verkümmert, hat abgenommen. Da ist nicht mehr so viel. Weswegen für viele die Anstrengungen so riesig groß sind, um überhaupt da hinten irgendwas wieder zum Klingen zu bringen. Und Abdroschin beschreibt das in diesem Kapitel hier so. Muss man schnell gucken, genau. Hier. Er sagt, die Menschen kriechen nur noch an dem Boden, während ihre Schwungkraft nach den Höhen zu schon lange abgefallen ist von ihnen, weil sie diese nicht verwendeten, nicht mehr benützten, seit ihnen der Verstand als Höchstes galt, der sie an die Erde band. Ihr musstet damit dem Gesetz der Anpassung verfallen, das in der Stofflichkeit selbsttätig wirkt. Und dann erklärt er es ganz genau. Er sagt, es geht euch wie den Tieren, denen ihre Flügel langsam erst verkümmern und dann ganz wegbleiben, wenn sie nie verwendet werden. Oder wie den Fischen, denen ihre Schwimmblase zum Aufstiege und zum Halte im Wasser mit der Zeit verloren geht, wenn sie sich dauernd nur am Boden halten, veranlasst durch zu starke Strömungen des Wassers. Und weiter sagt er, natürlich wirkt sich das nicht schnell von heute bis morgen aus, sondern erst in dem Laufe von Jahrhunderten und auch Jahrtausenden. Aber es wirkt sich aus. Und bei dem Menschengeiste hat es sich schon ausgewirkt. Alles, was ihr nicht in rechter Art eifrig verwendet, muss für euch mit der Zeit verkümmern und verloren gehen. Die selbstwirkende Anpassung ist nur die Folge des Schöpfungsgesetzes der Bewegung. Es ist nur eine seiner vielseitigen Auswirkungen. Was sich nicht in der rechten Art bewegt, natürlich auch was nicht in der notwendigen Bewegung stets erhalten wird, das muss verkümmern und zuletzt ganz abgestoßen werden, auch von jeder grobstofflichen Form. Ja, ich finde, es ist, also besser kann man es gar nicht beschreiben, um uns zu erklären, warum wir so vermauert sind. Wir haben uns einseitig großgezüchtet, den Verstand. Und das Wertvolle, die Verbindung zum Himmel, die Verbindung auch zu höheren Informationen, an die wir nur kommen können, wenn wir in der Verbindung bleiben, in der Bewegung bleiben. Das haben wir verkümmern lassen. Und nun seht ihr es auch in eurem Umfeld, auch an euch selber. Bei dem einen ist es stärker ausgeprägt, bei anderen fast rettungslos verloren. Und derjenige, der
zumindest ein inneres Klingen und Schwingen spürt und diese Lichtsehnsucht hat. Wow, ich will jetzt doch wissen, wer bin ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Wo will ich hin? Was will der Schöpfer von mir? Was bedeutet wirklich Mensch sein? Was haben wir hier im Laufe der tausende Jahre falsch gemacht? Was müssen wir tun, damit wir es jetzt richtig tun, damit wir auch im Angesicht des Höchsten bestehen bleiben können und in diese neue Zeit mit hinüber dürfen? Ja, und er sagt hier noch, Abdruschin, er sagt hier weiter, geht hin und sucht in der Natur, beobachtet die Schöpfung selbst. Ihr werdet Fische finden, die nicht schwimmen können, weil sie in reißenden Gewässern sich schwer halten konnten und deshalb das Bleiben auf dem Grunde vorgezogen haben. Ihnen verkümmerte die Schwimmblase und ging dann mit der Zeit auch ganz verloren. Ihr habt auch Vögel, die nicht fliegen können. Denkt an die Pinguine, an die Strauße und noch viele mehr. Es bildet und erhält sich immer nur der Teil, die Fähigkeit, welche auch angewendet wird, welche also in dem Gesetz notwendiger Bewegung sich betätigt. Und dann sagt er, ihr aber habt Jahrtausende dazu benutzt, euch an das niederste und eng begrenzte Reich der Grobstofflichkeit förmlich krampfhaft anzuklammern, weil es euch alles galt, habt euch hineingewühlt, und könnt nun nicht mehr aufwärts blicken. Dazu habt ihr die Fähigkeit verloren. Habt sie euch selbst entwöhnt durch Trägheit eures Geistes, welcher sich nicht mehr aufwärts bewegen will und heute schon bei vielen sich nicht mehr bewegen kann. Könnt ihr euch vorstellen, was da drin liegt in diesen Worten? Ja, und was rettet uns? Was kann uns hier raushelfen? Die Sehnsucht, das ist jetzt der größte Motor. Die Sehnsucht, mehr wissen zu wollen, da wieder hinzukommen. Vielleicht auch eine mini-mini-schwache Erinnerung an Zeiten vor Jahrtausenden, wo wir anders verbunden waren. Ja, gewiss, ich weiß, die Kirchen haben viel dazu beigetragen, dass es jetzt dazu gekommen ist. Die Kirchen haben den Kontakt verboten mit den Wesenhaften. Wenn du im Mittelalter gesagt hast, du hast Kontakt zu Elfen oder zu Wichteln oder zu Feen oder anderen Wesen, die doch bitte tatsächlich existieren bis heute und immer. Sonst könnte es diese Welt so nicht geben, weil sie sind die Erbauer und die Erhalter. Die sind Diener Gottes. Aber wenn du das früher gesagt hast, dann bist du auf den Scheiterhaufen gekommen. Hexe, verbrennen, weg. Oder auch Schamanen und so sind alle weggekommen. Vielleicht noch gefoltert worden, dass es ihnen ausgetrieben wurde, weil man gesagt hat, Teufelzeug. Stimmt aber nicht. Teufelzeug ist das, was die gemacht haben. Und das haben sie auch alles noch bitte im Namen Gottes getan. Könnt ihr euch das Karma vorstellen, dass sie sich aufgeladen haben? Ja, und viele werden dann wiedergeboren und wollen von dem allen nichts mehr wissen, weil die Seele einen schweren Stempel drauf bekommen hat. Die erinnert sich ganz schwach und das ist dann wieder das Unterbewusstsein. Ich habe mich schon mal dafür stark gemacht. Oh, für Gott habe ich mich auch stark gemacht. Das ist mir schlecht bekommen. Ich bin umgebracht worden. Heute will ich damit nichts mehr zu tun haben. Ich will da gar nicht mehr hindenken. Ich will nichts mehr empfinden. Ich möchte mich lieber völlig steril machen. Bloß, dass da nichts hineinkommt. Versteht ihr? Das kann sein, dass viele auch in eurem Umfeld solche Erfahrungen machen mussten und aus dieser Verstarrung nicht mehr rauskommen oder Erstarrung. Weil wenn man sich selber sagt, ich will nichts mehr empfinden, nein, ich will diese Verbindung nicht mehr aufbauen, dann erstarrt man. Das ist dann wie mit diesem Bein im Gips. Das wird dünner und dünner und schwächer und schwächer. Oder eben wie mit unserem
hinteren Hirn, mit unserem Geist, da sitzt der Geist, das halt immer kleiner wurde. Es ist die Lichtsehnsucht, die uns jetzt hilft. Und die Mikrobe ist unser bester Helfer. Je dicker es kommt für uns, umso mehr dürfen wir nach innen gehen. Ja, im Leid, im Erkennen müssen, dass wir völlig unter Druck geraten, dass unser freier Wille nicht mehr vorhanden ist. Der innere Geist, der ist da. Und die Geschichte wird am Ende sowieso gut ausgehen. Bleibt im Gottvertrauen. Gott wird siegen über diese Welt. Er hat sie gebaut. Er hat sie bauen lassen. Er hat euch erschaffen. Er ist der Schöpfer, der alles erschaffen hat. Und er guckt schon eine ganze Weile sehr geduldig zu. Er hat sogar ganz geduldig zugeschaut, als sein Sohn ans Kreuz genagelt wurde. Aber ich denke, es gibt jetzt doch auch eine ganze Menge Zorn. Eine Menge Zorn über diesen Haufen Schutt und Asche, der hier auf dieser Erde übrig geblieben ist. Ich meine, schaut mal, wem wir die Prokura hier überlassen, wem wir irdisch die Welt in die Hände legen. Frau Merkel, Herrn Spahn, Herrn Drosten, Herrn Söder, Klaus Schwab, den Chef der Kommunistischen Partei, den Regierungschef Chinas, Bill Gates, Elon Musk, George Soros, Joe Biden. Och, und da gibt es noch so viele Namen mehr. Das sind die, die im Moment lenken, sich ermessen zu lenken. Ja, auch wenn Joe Biden noch nicht Präsident ist, hat er die ganze Zeit gelenkt. Der ist seit fast 50 Jahren in der Politik und hat mit den Clintons und den Bushs und so weiter seine Sache gemacht. Ja, das sind die Leute, die also diese Welt lenken. Und die Menschheit lässt es zu. Stellt euch diese armselige Situation mal vor. Ihr müsst euch das bitte mal vorstellen. Da gibt es dann Tausende und Abertausende Wissenschaftler und Ärzte, die Kopf und Kragen riskieren, indem sie sagen, Kinder, da stimmt was nicht. Ja, die Massenmedien sagen, das sind Verschwörer, die darf man nicht ernst nehmen. Ja, naja, finden wir auch. Nö. Mann, oh Mann, oh Mann. Also jetzt schaut euch die an, die gerade die Welt lenken, oder Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin. Ich kenne sie noch als Krippenministerin persönlich. Als Panzerministerin habe ich sie dann nicht mehr getroffen. Aber als Krippenministerin habe ich gestritten mit ihr. Wir waren genau gegensätzlicher Meinung. Und ich habe mich auch unbeliebt gemacht. Und jeder von euch kann an irgendeinem Punkt mitwirken. Und wenn es geistige Arbeit ist, das, was wir jeden Tag tun, und vor allem auch an der eigenen Entwicklung arbeiten, schaut euch bitte genau an. Auch hier ist das Gesetz der Bewegung mehr als relevant. Wenn ihr euch uninteressiert gegenüber euren Maschen und Marotten stellt und damit andere Menschen belästigt, mit Launen, mit cholerischen Anfällen, mit Ungerechtigkeit, mit Nörgelei, mit Betrug und was weiß ich nicht alles. Wenn ihr das weiterhin tut, falls ihr es tut, dann macht ihr euch schuldig. Dann seid ihr auch nicht in der Bewegung. Euer Ziel muss sein, unser aller Ziel muss sein, aus den falschen Mustern rauszukommen. Aus innerer Verachtung auch. Wenn ihr mit einem Partner lebt, den ihr in Wahrheit verachtet. Entweder, wenn es sich lohnt, ihr kommt aus dieser Verachtung raus und beobachtet euch mal selber und eure Gedanken und stellt euch mal vor, weil wir nun alle wissen, dass jeder Gedanke eine Form bildet, stellt euch mal vor, wie es feinstofflich um euch aussehen muss, wenn ihr am Tag 100 Mal euren Partner verachtend anschaut.
Könnt ihr euch das vorstellen, wie es um euch aussieht? Und jetzt denkt euch das Gesetz der Anziehung der Gleichart. Es kommt hundertfach auf euch zurück. Und Avdrushin sagt an anderer Stelle, wer Verachtung gibt, wird Verachtung erhalten. Am Ende seid ihr selber verachtet. Vielleicht auch wegen der Mikrobe und der Maßnahmen. Vielleicht kommen da auch verachtende Maßnahmen. Himmel, also es gibt so viele Punkte, über die wir jetzt nachdenken dürfen und in die Bewegung kommen dürfen, bessere Menschen zu werden. So zu werden, dass der liebe Gott uns die ganze Zeit durchgehend am Stück beobachten könnte und wir sagen könnten, ja, Herr, ich gebe mein Bestes. Und es ist für jeden klar, dass das nicht von heute auf morgen geht. Aber es muss ein Anfang sein. Und der Anfang muss der Beginn einer lang anhaltenden, ständigen, steten Arbeit sein. Nur dann werden wir Erfolge haben. Und nur dann tun wir das dafür, dass diese Welt gehoben wird, Licht wird, leicht wird und schön wird, voller Glück und Freude. Lass uns an die Arbeit schreiten. Bis gleich.